Amanda. Abonnieren. Amanda. Amanda. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zum 19. Part von Amanda spielt EAFC Mobile. Zum Anfang gibt's direkt wieder 600 Gems abzurufen. Ja, nice. 600 Gems bringen uns viel, weil jetzt haben wir 960 Gems. Bringen uns vielleicht doch nicht so viel. Ja, der ist jetzt auch endlich weg, dieser 79er Rukatovic. Die aktiven Zuschauer haben vielleicht mitbekommen, dass wir in der letzten Folge Champions League gewonnen haben. Woo! Nice. Das heißt, wir müssen heute neue Champions League Karriere starten. 100 Gems und ein 76er Kitty Chili Villa. Habe ich doch gesagt. Habe ich schon am Anfang gesagt. Den bieten wir jetzt auch direkt an, weil der bringt uns einfach nichts. Ah, ich habe kurz gedacht, der wäre ein Trade. War da wäre echt kacke gewesen. Können eigentlich all unsere Silberspieler mal verkaufen. Das bisschen Geld nimmt man doch auch mal mit. Meine Aufträge sind direkt schon zwei weg, aber ich verkaufe erstmal noch ein bisschen. Verkaufen. Ja, ich verkaufe noch hier die Special-Karte. Und den Rest heben wir uns für SBCs oder so ab. Also für diese Tausch-Dings ab. Och, naja, wenn ich mich jetzt komplett verarschen. Warte, wenn ich jetzt verlasse. UEFA Champions League. Wie gesagt, haben wir zuletzt gewonnen. Das heißt, wir müssen jetzt von vorne starten. Diesmal spielen wir nicht Profi, weil das sonst zu krass war. Letztes Mal war schon kacke. Ich glaube, spielen wieder Halbprofi. Wieder mit unserem Verein FC Barcelona. Damit sind wir mit FC Porto, Shakhtar Donetsk und Royal Antwerp FC in einer Gruppe. Die Gruppe kennt ihr wahrscheinlich schon, deswegen brauche ich eigentlich nicht so viel drüber zu erzählen. Hier sieht man nochmal dieses Video. The Champions League. Ja, super. Barça, Porto, Shakhtar Donetsk und... So, ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Direkt erstes Spiel gegen FC Porto. Ich zeige euch noch die Aufstellung. Und dann war es das aber auch schon. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei den Toren. Musste kurz was trinken. Weil mein Hals ist ein bisschen trockener gewesen. Gruppenphasenstart. Eigentlich hätten wir jetzt laut der Champions League schon das Jahr 2026. Ihr habt gerade nochmal die Teams gesehen. Ja, 2026 hätten wir laut der Champions League. Ne, 2027 wäre das gerade. Oha. Weil drei Champions League, 2026 war da, wo wir gewonnen hatten und jetzt 2027. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn die Tore fallen. Let's go! Ferran Torres in der 31. mit dem Tor. Hier sieht man nochmal schöne Passspielkombi. Dann kommt die Vorlage von Frankie de Jong und dann entscheidet sich Ferran Torres abzuschließen ins kurze Eck. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Hier schön, schön in den Knick, kurzes Eck, schönes Tor. Let's go! Da ist auch der Doppelschlag. Gündogan macht
so schnell das Tor in der 39. Minute schon hier. Der Pass in den Rückraum auf Gündogan. Und Gündogan schließt ins lange Eck ab. Schönes Tor. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Zack, der Pass von Gavi. Dann der Schuss von Gündogan. Perfekt getroffen. Und da fällt auch das Tor. Und die erste Halbzeit ist hiermit auch schon zu Ende. 2:0 für den FC Barcelona. Und da ist auch schon der Anstoß zur zweiten Halbzeit. Und da ist auch schon Spielende. Nach dem Doppelschlag von Barcelona in der ersten Halbzeit ist nichts mehr passiert. Das finde ich leider sehr schade. Aber ist jetzt auch egal. Und damit sind wir Tabellenerster. Shakhtar Donetsk hat verloren. Das ist sehr traurig gegen Club Brügge. Bei meinen Aufträgen gibt es 33.000 abzuheben. Ja, ich würde sagen, wir starten mal in den Börsesangriff. Hoffentlich müssen wir nicht wieder so lange warten wie in der letzten Folge auf einen Gegner. Meine Chancen sehen wieder nicht so gut aus. Almando YouTube gegen Cristiano Ronaldo. Barca gegen Real Madrid. Ja. Wir haben beide gleich viele Fans. Hier, mein Team. Er hat 87er Team, denke ich. 88er sogar. Aber ist auch ein krasses Team, muss man sagen. Muss man sagen. Ganz ehrlich. Aber heißt nichts. Das letzte Mal haben wir uns auch unterschätzt. Und wir haben gewonnen. Sieht bis jetzt auch eigentlich ganz gut aus. Madison, der gerade eben gegen die Latte geschossen hat. Und dann Igor Aspas mit dem Kopfball gerade eben. Jetzt schöne Flanke von Diaby auf Igor Aspas. Und Igor Aspas macht das Tor. Hier nochmal eine schöne Flanke. Madison nutzt aber leider nicht die Chance. Madison, außen durch. Zack. Und zwar Maximin mit dem Rainbow. Der leider nicht so ganz klappt. Denn danach war der Gegner am Ball. Zack. Und Powershots. Leider knapp drüber. Madison legt den Ball rüber. Doch nicht. Weil ich habe das falsche aus Versehen gedrückt. Igor Aspas sieht Havertz laufen. Havertz geht und Havertz trifft. Damit steht 4:6 für Real Madrid. Zack, schöne Flanke von Diaby auf Madison, der die leider nicht schon nutzt. Acuña auf Igor Aspas, leider nicht so gut. Zack, Saint-Maximin auf Madison. Ja, hat auch leider auch nicht so gut geklappt damit. Verliert Barcelona 8:4 und Real Madrid gewinnt. Nächstes Spiel. Coral FC gegen Almando YouTube FC Barcelona gegen Fortaleza. Wer wird gewinnen? Meine Chancen sind wieder nicht die besten, aber egal, wahrscheinlich der hat ein 87er Rating. Weil bei dem davor waren die Chancen besser. Ja, 87er Rating. Wie erwartet. Madison sieht unten Havertz laufen. Havertz mit dem Trick und den Innenrissschuss ins Tor. Schöner Schuss. Zack, Acuña auf Igor Aspas. Nee, doch nicht auf Igor Aspas. Igor Aspas macht einen anderen Jubel. War, glaube ich, auf Havertz. Nee, auf Madison. Auf Madison. Igor Aspas sieht unten Madison laufen.
Madison ist frei durch. Will passen, klappt leider nicht. Acuña auf Madison. Madison macht auch das Tor zum 3:3. Son Maximin auf Madison. Madison trifft zum 4:4. Flanke von Son Maximin, die leider nicht ankommt. Son Maximin legt den Ball rein auf Igor Ospos, der leider nicht trifft. Und San Maximin kommt wieder an den Ball und macht das Tor. Igor Ospos trifft von außerhalb des 16ers und damit steht es 6:6. Diaby legt rüber auf Havertz. Havertz macht das 7:7. Unten läuft Madison. Madison auf Igor Ospos. Igor Ospos 8:8. Letzte Aktion am heutigen Tage. Und 9:8. Barcelona gewinnt gegen Coral FC. 9:8. Wow. Was ein spannendes Game. Pro One Division erreicht. 11 Siege, 114 Tore, Kombos 4. Und damit gehen wir ins letzte Versus-Angriffsspiel für heute. Almando YouTube gegen Mamad. FC Barcelona gegen Real Madrid. Meine Chancen sehen wieder nicht so gut aus. Aber wie wir gerade eben bemerkt haben, heißt nichts. Er hat auch nur ein 87er Rating. Aber ist machbar, ist machbar. So, Maxima. Ach du Kacke. Was war denn da los heute? So, Maxima. Madison, schießt drüber. Ja. So, Diaby, Igor Ospos. Warum hat gerade nicht die Steuerung funktioniert? Igor Ospos schießt auch drüber. Igor Ospos sieht dafür jetzt unten Havertz. Havertz geht an dieser Lee vorbei. Macht leider nicht das Tor, denn er schaltet am Torwart. Igor Ospos sieht Havertz laufen. Havertz. Ankara Havertz. Nice! Schön. Da kommt der nächste Spieler nach. Havertz trifft zum 2:2. 3:2 für Real Madrid. Zack. Madison geht unten. Zack. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Er kann nicht wieder Madison verkaufen, weil der macht ja gar nichts. Der bringt gar nichts. Der kann nicht mal passen, wenn ich passen drücke. Igor Ospos. Hoher Ball auf Madison. Auf Goal. Kopfbälle kann er. Zack. Posch. Oh mein Gott. Ja, Spiel ist um 6:4 verkackt. Auch egal. 7:4 sogar verkackt. Egal. Ein Spiel haben wir ja gewonnen. Abrufen. Target Quest Pack wird abgerufen. 300 Gems gibt es auch noch zum Abrufen. Dann 10.000 Münzen. Und 50 Gems sind auch noch zum Abrufen da. Und 200.000 Coins. Nice. Damit haben wir 1.410 Gems. Zack, 80.000 haben wir jetzt auch noch abgerufen. Und dann gehen wir jetzt hier ins Pack rein. Welches nehmen wir denn? Entweder das da, also hier dieses Standard-Pack. UCL-Gruppenphase, da ist auch noch dieses Standard-Pack. Und Basic-Pack, aber ich glaube, da gibt es das gleiche. 75 bis 94er Spieler und 65 bis 74er Spieler. Und ja, ist eigentlich genau das gleiche Pack. Nur mit ein paar anderen Spielern. Und das hier gibt's auch noch. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Weil da sind nicht so die geilen Spieler dabei. Deswegen gehen wir in die UCL-Gruppenphase und wählen das Pack aus.
Hallo? Ah, jetzt? 300.000 Münzen. Ja, wieder nur Schmutz. Ja, was soll das? Unnötig. Hier auch nochmal was zum Abrufen. Hier UCL-Kunde. UCL-Questmeister gibt es jetzt hier zum Abrufen, wo wir nochmal 100.000 Coins geschenkt kriegen. Damit liegen wir bei fast 3 Millionen Coins. Wenn wir jetzt noch die Spiele anbieten, die wir gerade geschenkt bekommen haben, verkaufen, also nur den einen, dann liegt das Geld bei 3 Millionen, aber der Spieler will gerade nicht weggehen. Und deswegen würde ich sagen, obwohl, ja, ist weg. Und damit beenden wir die Folge mit 3 Mio Coins und diesem Team. Damit würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge. Dann würde ich sagen, abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und kommentieren. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Armando spielt EAFC Mobile Part 20. Also der nächste Part. Das heißt, ciao Leute, haut rein.